Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute begrüße ich euch mal wieder zu einem neuen Video. Und heute ist mal ein bisschen was anderes, weil ich habe, glaube ich, das ist spätestens in meiner Top-Liste oder frühestens, ich weiß auch nicht, ob ich es vorher oder nachher noch mehr erwähnt habe. Aber der gute Christoph bzw. Creepypasta Punch gehört ja auch zur Spalte, sage ich mal, meiner Lieblings-YouTuber. Und ich gucke öfter seine Videos und heute möchte ich als großer Simpsons-Fan mal etwas sagen zu seiner Folge, die er vor 200, ach, vor 200, vor 2 Monaten circa rausgebracht hat, nämlich die gruselige Wahrheit hinter den Simpsons. Da ging es irgendwie um Homers Koma. Ich möchte kurz noch was anmerken, bevor ich genauer darauf eingehe, nämlich ich und die Simpsons, dass ihr jetzt auch erstmal Zuschauer gucken könnt, wie ich zu den Simpsons stehe. Also, ich habe fast alle Episoden geguckt, seit Disney Plus gelauncht wurde. Also vorher, also ich habe vorher schon fast alle Folgen geguckt und dann wurde Disney Plus gelauncht und jetzt bin ich jetzt fast Staffel 24 angekommen. Also ich habe ausgiebig die Serie geguckt, ich habe alle Spiele gespielt, beziehungsweise Hit and Run, die Simpsons das Spiel und auch Tapped Out, beziehungsweise auf Deutsch Springfield. Ja, also ich denke mal, ich kenne mich ziemlich gut im Simpsons-Universum aus und ich würde mal sagen, ich könnte dann auch jetzt diesbezüglich, also zu diesem Video oder zu dem Video von Christoph eher gesagt, meine Meinung sagen. Also, jetzt zum Video von Christoph. Da ging es nämlich darum, ich habe es mir eben extra nochmal angeschaut, das ist jetzt 2 Monate her, ich habe es damals mal, wo es rausgekommen ist, glaube ich, einen Tag später angeguckt und jetzt halt heute nochmal, um halt ein bisschen auf dem neuesten Stand zu sein, weil ich wollte schon länger auf dieses Video reagieren oder mal gucken, was da ist. So, eine Sache kurz noch vorher anmerken. Diese Theorie kommt nicht von Christoph selber, wie ich das verstanden habe und wie er es auch in seinem Video gesagt hat. Es kam von anderen Leuten und er hat die Theorie nur vorgestellt. Also das, was ich jetzt in diesem Video halt an dieser Theorie auszusetzen habe oder was jetzt meine Meinung dazu ist, ist jetzt kein Front an Christoph, beziehungsweise Creepypasta Punch, für die, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben. Es ist halt eine Meinungsäußerung von mir gegen diese Meinung von den Leuten, die diese Theorie erfunden haben. Okay. Und jetzt erstmal zu dieser Theorie. Also, die Theorie, die Christoph vorgestellt hat, war so weit, dass es in einer Folge Barts Aprilscherz, ich glaube von 1997, berichtige mich an dieser Stelle, falls es falsch ist, da hat halt Bart Homer einen Aprilscherz gespielt, der zu weit ging, dass Homer am Ende unter einem Automaten eingeklemmt war und halt im Koma war und am Ende der Folge aufgewacht ist. Darum ging es schon mal. Aber dieses Aufwachen haben diese Kritiker nicht so ganz für wahrgenommen, da nämlich 6 Monate zuvor eine Folge ausgestrahlt wurde, wo Homer halt mit Gott geredet hat und es in dieser Folge dann so weit ging, dass Gott halt gesagt hat, also nicht direkt, also indirekt gesagt hat, dass er in 6 Monaten sterben würde. Ja, und da das Ganze wirklich exakt 6 Monate später kam, wie Christoph gesagt hat, ich habe das jetzt, ich denke mal, das war seine Recherche dann, aber weil dieses Wort exakt ist halt schon ziemlich, nicht mächtig, aber ziemlich genau, eine Zeitangabe von exakt zu nennen. Ich habe das jetzt nicht genau nachgeguckt, ob das wirklich exakt war. Aber naja, nämlich die Simpsons-Macher bzw. Matt Groening und Co. haben sich zu dieser Sache dann auch geäußert. Haben gesagt, dass das Ganze eine nette Theorie ist, wie ich auch finde. Also diese Leute, die diese Theorien herausfinden, also ich finde echt, dass die ihre Sache auf jeden Fall gründlich machen und auch zu diesen Theorien echt viel Zusammenhänge finden. Aber Matt Groening und Co. beziehungsweise die Simpsons-Ersteller und Produzenten haben dann im Endeffekt gesagt, es ist nett, aber nein, es stimmt nicht. Okay, jetzt wollte ich an dieser Stelle nochmal auf ein paar Dinge eingehen, welche mir in dem Video von Christoph noch aufgefallen sind, welche vielleicht ein bisschen von seinen Recherchen waren oder was auch von diesen, wie soll ich es jetzt nennen, diesen Mythen beziehungsweise Theorienmachern, was aus deren Fantasie entsprungen ist, Okay, Freunde. nachdem ich jetzt nochmal das Video nochmal ganz kurz gucken musste, weil ich gerade ein kleines Blackout hatte, ist mir halt aufgefallen, dass Christoph auch in diesem Video gesagt hat, dass, oder eher gesagt, dass diese, okay, Christoph hat gesagt, dass die Theoriemacher gesagt haben, dass, das war Staffel 4, Folge 18, wenn ich das jetzt richtig herausgefunden habe, dieser April-Scherz-Folge, und da
wurde halt gesagt, dass bevor Homer in dieses Koma gefallen ist, also beziehungsweise bevor dieser April-Scherz gemacht wurde von Bart an Homer, dass davor alles sich um normale, wie soll ich sagen, normale Ereignisse der Simpsons-Familie am Tag gehandelt hat. Und nachdem dieses Koma war, gab es auf einmal einen Schnitt oder einen Bruch in der Serie, dass danach nur noch so Sachen bekommen, dass irgendwie, ja, unnormale Sachen den Simpsons oder der Familie, ja doch, den Simpsons passieren und dass auch bei der Theorie mit dazu spielt, warum Homer, Bart und Lisa immer, oder nicht Homer, Bart und Lisa, die Kinder eher gesagt, aber es bezieht sich eigentlich auf alle, weil das macht nicht so hundertprozentig Sinn, weil es ist ja halt dann so, dass alles einfach nur eine Vorstellung ist nach diesem Koma von Homer. Und diese Theorie sollte dann so geklärt sein, warum die Simpsons Kinder bzw. Bart, Lisa und Maggie nicht altern. Zu dieser Theorie will ich direkt was sagen, also zu dieser zweiten, die zu dieser großen Theorie dazugehört. Das irgendwie macht nicht hundertprozentig Sinn, weil Homer stellt sich ja mehr vor und dass die Kinder immer gleich bleiben, liegt eher daran, dass es eine zeitlose Serie ist, genauso wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Oder was auch immer. Deswegen finde ich, macht diese Serie nicht so hundertprozentig Sinn, weil dann müsste Homer sich ja auch, ja, weil es ist irgendwie nur auf die Kinder bezogen, weil Bart halt immer 10 bleibt, Lisa immer 8 bleibt und Maggie immer 1 bleibt. Das ist schon richtig, das ist schon klar. Aber ich denke, das liegt eher daran, dass es eine zeitlose Serie ist, weil sonst müsste man ja auch die kompletten anderen Simpsons, also die ganzen anderen Bewohner von Springfield mit einbeziehen. Also es wird im Endeffekt, wenn ich jetzt nachdenke, immer noch Sinn machen, weil dann stellt sich Homer halt alle vor, wie sie halt in dem Alter sind, wo er sie das letzte Mal gesehen hat, also beziehungsweise bevor er ins Koma gefallen ist. Es macht schon Sinn, aber ich denke trotzdem, dass es eher daran liegt, dass es eine zeitlose Serie ist. Und jetzt zu dem, was auch noch ziemlich wichtig an der ganzen Sache ist, das ist nämlich, dass ein Bruch in den Simpsons, also beziehungsweise in der Serie sein soll. Und dieser Bruch soll wirklich nach dieser April-Scherz-Folge folgen. Und dazu kann ich jetzt als Simpsons-Gucker nämlich auch was sagen, weil Christoph hat öfter gesagt, also ich glaube zwei oder dreimal in dem Video, ich glaube eher zweimal, ich will jetzt an dieser Stelle nichts Falsches sagen, dass Homer im Weltall war danach. Das stimmt übrigens, weil Homer war in Staffel 5 das erste Mal im Weltraum. Da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, weil Staffel 5 und der Film sind die einzigen Simpsons-Werke, die ich selber auch auf DVD habe. Also da hat Christoph auf jeden Fall schon mal richtig recherchiert, aber ich würde dennoch nicht sagen, dass sich das komplette Leben der Simpsons danach geändert hat. Ich denke eher mal, dass das daran liegt, dass, sind wir mal ganz ehrlich, das ist eine Serie, die jetzt über 30 Staffeln hat und man muss ja irgendwie dann mal von diesen Alltagsproblemen absehen und irgendwas Neues dann bringen, was irgendwie auch was macht, weil auch weil er halt in Staffel 5 zum Beispiel im Weltraum war, was halt diese ganzen Sachen sind, die halt Homer immer so passieren. Also ich finde, das ist ja eigentlich immer so, dass Homer immer irgendwelche Sachen passieren, weil Homer irgendwie Glück oder Pech hat. So funktionieren die Simpsons halt, so ist die Serie. Und ich kann mich noch genau an Staffel 4, nee Quatsch, auch an Staffel 5 erinnern, wo Homer, die Folge heißt glaube ich Homer liebt Mindy, wo Homer sich in so eine heiße neue Arbeitskollegin verknallt hat. Und das ist auch eine ganz normale Sache, wie auch jedem Menschen passieren wird. Und auch jetzt, ich bin gerade bei Staffel 23, also ich bin fast bei 24. Und hier ist halt ein Problem, dass Bart auf ein Mädchen aufpassen soll. Und jetzt halt in diesem, es war Shauna, das ist diese Freundin von Jimbo. Und sie hat ihm gerade halt ihre Brüste gezeigt. Und Bart ist halt jetzt ziemlich gefrustet. Das sind diese normalen Probleme eines 10-Jährigen, denke ich mal jetzt an dieser Stelle. Und es sind auch ganz viele andere Sachen passiert, welche eigentlich normal dazugehören. Sind manchmal, okay, manchmal muss man vielleicht sagen, sind die Sachen ein bisschen hochgestochen, wie zum Beispiel, ja, dass irgendetwas passiert, was halt irgendwie abgespaced ist als sonst. Auch, das ist der letzte Punkt, was Christoph gesagt hatte, ist, dass Springfield immer irgendwo anders liegt, dass auf einmal ein Meer da drin ist oder so. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, da hat er recht, weil, wie Matt Groening geleakt hat, offiziell soll Simpsons, beziehungsweise eher gesagt Springfield, einen festen Ort in den USA haben.
Er hat ihn auch gesagt, ich weiß ihn an dieser Stelle leider nicht mehr auswendig, aber es soll von einer echten Stadt, die glaube ich auch, hieß die auch Springfield, ich weiß es gerade nicht, inspiriert sein. Und ja, diese Stadt liegt aber in Zentralamerika und da ist kein Meer. Also von dieser Stelle kann man halt, oder von dieser Warte aus kann man denken, was man möchte. Aber was ist eure Meinung diesbezüglich? Ich hoffe, ihr schreibt mir etwas in die Kommentare. Vielleicht seid ihr ja auch Zuschauer von Christoph und könnt dann auch ein bisschen genauer aufs Detail drauf eingehen oder auf meine Meinung. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.